tödliche Jäger aus der Tiefe des Meeres. Und er hat mich rumgewirbelt wie eine Stoffpuppe. Gegen ein 2 Tonnen schweres Tier kann ein Mensch praktisch nichts ausrichten. Seit Urzeiten herrschen sie über ihr Reich. Wer seit Millionen von Jahren dabei ist, versteht sein Handwerk. Aber die Zeiten ändern sich. Die Topkiller auf der Liste der gefährlichsten Räuber werden von anderen verdrängt. Du hast keine Ahnung, wie weit sie weg sind, bis sie dich erwischen. Wer wird die neue Nummer 1 und warum? Dies sind die gefährlichsten Räuber der Meere. Vor 3,5 Milliarden Jahren entstehen im Meer die ersten Lebensformen. Einzeller, die ihre Energie aus Sonnenlicht beziehen, durch Photosynthese. Dabei bilden sie Sauerstoff, wodurch sich weiteres Leben entwickeln kann. Und über Hunderte von Millionen Jahren werden die Meere zur Heimat der gefährlichsten Räuber der Welt. Im Vergleich zu Landlebewesen sind die Raubtiere des Ozeans uralt. Die unglaublichsten Kreaturen, die es heute gibt, leben im Ozean. Unsere Meere sind voller Raubtiere, die einen Menschen in Sekundenschnelle töten können. 5 von ihnen stehen ganz oben auf der Liste. 5 Gegner, denen man lieber aus dem Weg gehen sollte. Welcher von ihnen hat in 5 Jahren die meisten Menschen getötet? Die Menschen fürchten sich seit jeher vor großen, schaurigen Kreaturen im Meer. Die entwickeln sich, wenn ein Raubtier seinen Lebensraum so erfolgreich ausbeutet, dass es enorm wachsen kann. Und zum Ausbeuten braucht man nun mal Zähne. Viele der gefährlichsten Raubtiere der Vergangenheit töteten ihre Beute durch schiere Größe und Beißkraft. Das ist heute nicht anders. It's coming right toward us, Michael. Ein Tier, mit dem ich sicher keinen Badeausflug machen würde, ist der Schwertwal. Platz 5 auf der Liste der gefährlichsten Unterwasserjäger belegt der Orca, auch als Schwert- oder Killerwal bekannt. Mit einem Gewicht von rund 6 Tonnen und einer Länge von 9 Metern spielt dieses Säugetier in der Champions League der Meeresräuber. Natürliche Feinde hat der Orca nicht. Er gehört zu den Zahnwalen. Ein unerbittlicher Jäger mit gewaltigen Kiefern und nach innen gewölbten Zähnen, die sich in jeder Beute verbeißen. Seines Fische, Robben oder andere Wale, die doppelt so groß sind wie sie selbst. Schwertwale sind die am weitesten verbreiteten Großsäugetiere der Welt. Sie leben in der Arktis, der Antarktis und in den Tropen, überall. In der Antarktis haben sie eine listige Methode entwickelt, um Robben von Eisschollen zu reißen. Dabei setzen sie auf Teamwork. Sie haben eine komplexe Familienstruktur und kommunizieren beim Jagen und Tauchen miteinander. Gelegentlich haben Wale ihre Intelligenz und ausgefeilten Jagdtechniken auch auf Menschen angewendet. In der englischen Küstenstadt Falmouth begutachten 3 Brüder im örtlichen Meeresmuseum die kleine Jolle, die ihnen einst das Leben gerettet hatte. Eine schmerzliche Erinnerung an ein Zusammentreffen mit einer Schwertwalschule. 1968 hat ihr Vater, der Navy-Veteran Dougal Robertson, als Farmer in England schwer zu kämpfen. Douglas, der älteste Sohn, ist 14. Die Zwillingsbrüder Sandy und Neil sind 9.
Wir hatten keine Ahnung vom Segeln auf hoher See. Und Dougal redete davon, als wäre es das Normalste auf der Welt. Und eines Tages sagte Neil, Dad ist Seemann. Warum segeln wir nicht um die Welt? Und Mutter sagte, ist das nicht eine großartige Idee? Nein, sie sagte, wundervolle Idee. Also gut, wundervolle Idee, ist doch egal. Und das war's. Die Idee nimmt Gestalt an. 1970 verkauft ihr Vater den Hof und kauft ein robustes 13 Meter Segelboot mit dem Namen The Lucette. Eineinhalb Jahre später segeln die Robertsons 320 Kilometer südwestlich der Galapagos-Inseln. Genau dort, wo 1820 ein Pottwal, ein Verwandter der Orcas, das Walfangboot The Essex angreift. Das über 200 Tonnen schwere Schiff wird in zwei Hälften zertrümmert und kentert. Die Romanvorlage für Moby Dick ist geboren. Ein Jahrhundert später, ein neuer Tag für die Familie Robertson an Bord der Lucette in eben diesen Gewässern. Der 12-jährige Sandy hat Morgenwache. Steuerbord sahen wir weit draußen Wale. Wir nahmen nicht weiter Notiz davon, weil wir uns an ihren Anblick gewöhnt hatten. Aber diese Wale sind alles andere als freundlich. Das Erste, was ich merkte, war ein gewaltiger Schlag. Bum, bum, bum. So kamen die Stöße. Und sie waren so verdammt heftig, dass die Lucette aus dem Wasser gehoben wurde. Ungefähr 30 Zentimeter. Ein 5,5-Tonnen-Wal mit einer Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern hat die Aufschlagkraft einer Abrissbirne. Meine Teetasse hüpfte so in die Luft und fiel dann zurück ins Boot. Und als ich mich über die Reling beugte, sah ich diesen riesigen Schwertwal. Mir war klar, dass das ein Angriff war. Da war einfach ein großes Loch im Boot. Dad war knietief im Wasser. Und dann sagte er, verlass das Schiff. Und ich sagte, wohin verlassen? Wir sind mitten im Pazifik. Die Robertsons müssen mit ansehen, wie ihr Segelboot sinkt und erwarten den nächsten Angriff. Ich weiß noch, wie der Wal nachts um uns herumschwamm. Die erste Nacht umrundete er uns und schnaubte vor Wut. Wir hatten Todesangst. Schwertwale kreisen um ihre Beute, bevor sie angreifen. Wir dachten, das war's. Jetzt kommen die Killerwale zurück. Aber stattdessen verschwinden die Wale bei Tagesanbruch. Doch warum griffen sie die Lucette überhaupt an? Haben sie sie aus Wut gerammt, so wie es dem Pottwal in der Tragödie der Essex nachgesagt wird? Oder haben sie das Boot für Beute gehalten? Die Jagdtechniken der Schwertwale könnten die Antwort liefern. Der Wissenschaftler Peter Tayek hat ihr Sonarsystem untersucht. Die Energie dieser Klicklaute wird ins Wasser übertragen und reflektiert alles in der Umgebung des Wals. Die Schallimpulse von Zahnwalen sind stark gebündelt, wie der Strahl einer Taschenlampe. Das Tier sucht damit nach Beute, bis es etwas in seinem Strahl zu fassen kriegt. Schwertwale haben als Säugetiere ein feines Gehör. Im Laufe ihrer Anpassung an das Unterwasserleben hat es sich zu einer Art Sonar weiterentwickelt, der sogenannten Echoortung. Das Tier verarbeitet diese Echos und sein Gehirn erkennt, dies ist eine Meeresche, das da eine Robbe. Wenn sie andere Wale jagen, die ihre Schallimpulse hören können, so modifizieren sie sie und erzeugen dabei, was Wissenschaftler verdecktes Sonar nennen. Sie machen weniger Klicks, leisere und unregelmäßiger. Dadurch sind sie schwerer zu hören.
Mit diesen Sinnen scheint es unwahrscheinlich, dass ein Orca ein Segelboot mit einem Wal verwechseln könnte. Richard Ellis hat seine eigene Theorie für den Grund des Angriffs entwickelt. Vielleicht findet der Schwertwal es einfach witzig. Sie fangen ja auch Robben und lassen sie in der Luft herumwirbeln. Es ist schwer zu sagen, warum sie ein Boot zum Kentern bringen und dann wegschwimmen oder warum sie mit ihrer Beute spielen, wenn sie bereits tot ist. Vielleicht einfach nur aus Spaß. Wale spielen oft mit Dingen, aber ich glaube nicht, dass ein Killerwal ein Schiff rammt, weil er spielen will. Die Robertsons sehen das ähnlich. Der Kopf des großen Wals war aufgerissen und er zog eine Blutspur hinter sich her. Und ich weiß, dass wilde Tiere nicht einfach so ein Risiko eingehen. Sie müssen mit dem Angriff etwas bezweckt haben. Falls der Angriff gezielt war, hätten sie ihn jedenfalls nicht provoziert, beteuern die Robertsons. Sowohl die Opfer als auch die Experten rätseln über die wahren Motive für den Walangriff. Die Folgen allerdings sind eindeutig. Über einen Monat lang sind die Robertsons den Unbilden des Meeres ausgeliefert und leben von Regenwasser und Fischen. Am 38. Tag schließlich werden sie von einem japanischen Fischdampfer gesichtet und gerettet. Sie haben den Angriff eines der mächtigsten Räuber der Welt überlebt. In 5 Jahren wurden nur 5 Menschen von Schwertwalen angegriffen. Fast ausschließlich von Tieren, die in Gefangenschaft leben. Nur 1 Mensch wurde getötet. Der Schwertwal mag der gewaltigste Jäger der Meere sein. Doch das nächste Tier auf der Liste der gefährlichsten Unterwasserräuber ist das angriffslustigste. Nummer 4 ist der Riesenflugkalmar, auch Humboldt-Kalmar genannt. Wenn ich den Humboldt-Kalmar aus dem Dunkel auftauchen sehe, bekomme ich immer das gleiche Gefühl. Eine Mischung aus Angst, Ekel und Respekt. Humboldt-Kalmare sind die Aliens der Erde. 1,80 Meter lang, über 45 Kilogramm schwer. Das Verbreitungsgebiet des Humboldt-Kalmars reicht von der chilenischen Küste bis nach Niederkalifornien. Mexikanische Fischer nennen ihn El Diablo Rojo, den roten Teufel. Es gibt keine fossilen Funde, weil sie weich sind. Aber es gibt einige Anhaltspunkte für gigantische Kalmare in der Vergangenheit. Heute sind sie genauso groß und aggressiv wie zu prähistorischen Zeiten. Scott Cassell ist einer der wenigen, die Anatomie und Jagdtechniken dieses bizarren Räubers erforschen. Sie haben 3 Herzen und pumpen blaues Blut durch ihre Venen. Von allen Kalmaren haben sie die größten Kiemen. Diese Kombination von 3 Herzen und großen Kiemen lässt den Humboldt-Kalmar vermutlich in sauerstoffarmer Umgebung überleben. Daher kann er in Tiefen vordringen, die anderen Räubern verwehrt bleiben. Der Kalmar kann ohne Probleme aus 600 Metern Tiefe auftauchen. Das ist ein Druckunterschied von 60 Bar und ein Temperaturunterschied von 20 Grad. Wenn sie in neue Jagdgründe vorstoßen, verschlingen sie alles in ihrem Weg. Sie fressen einfach alles. Ein einziger Humboldt-Kalmar frisst in seinem Leben 10.000 Kilo Fisch. Scott entdeckt schnell, dass sie ihre Beute nicht nur gnadenlos jagen, sondern auch unprovoziert angreifen. Der schlimmste Angriff war gleich der erste. 1995 unternimmt Scott bei einer Forschungsreise einen Routinetauchgang. Ich rolle ins Wasser und sehe diesen Kalmar. Was für ein Glück. Mein ganzes Leben beschäftige ich mich damit und jetzt sehe ich diesen Riesenkalmar. Scott ist wie hypnotisiert von dem Tier. Ihre Augen sind genauso hoch entwickelt wie die des Menschen.
Wenn sie dich ansehen, fühlst du dich entwaffnet, weil sie dich genau studieren. Aber das ist auch das einzig Menschliche an ihnen. Scott bemerkt, dass der Kalmar anscheinend eine Lichtshow startet. Seine Farbe wechselt rasend schnell von Rot zu Weiß. Dunkelrot ist die Farbe, die im Meer nicht zu sehen ist. Er wird direkt vor dir unsichtbar. Mit Hilfe spezieller Zellen kann der Humboldt-Kalmar seine Hautfarbe sehr schnell ändern. Experten glauben, dass die Tiere durch diesen Stroboskopeffekt miteinander kommunizieren, um zu töten. Dieser Stroboskopeffekt soll einen ablenken, während ein anderes Tier in Dunkelrot von hinten angreift. Scott weiß zu diesem Zeitpunkt nicht, was um ihn herum geschieht. Als ich das alles filmte, war ich so fasziniert von dem Effekt, dass ich mich nur auf dieses eine Tier konzentrierte. Und dann haben mich seine Kumpel umzingelt. Aus den Augenwinkeln sah ich ein Flimmern. Ich wurde so hart getroffen, dass mir die Kamera ins Gesicht schlug und meine Nase brach. Tentakel umschlingen seinen Körper. Die Kraft dieser Arme ist gewaltig. Als würde man von Stahlkabeln eingeschnürt. Eigentlich ist ein Kalmar weich und schwammig. Aber wenn er sich verhärtet und mit seinen 30.000 bis 40.000 Zähnen in den Saugnäpfen nach dir greift, kann man sich nicht befreien. Sie haben mich gepackt und in über 15 Meter Tiefe gezogen. Dadurch ist mein rechtes Trommelfell geplatzt. Genauso plötzlich, wie sie angreifen, lassen die Kalmare wieder los und schwimmen davon. Scott schafft es zurück an die Oberfläche. Er hat einen Angriff überlebt, der auch tödlich hätte enden können. Seitdem habe ich Seile, damit sie mich nicht mehr in die Tiefe ziehen können. Außerdem habe ich diese Rüstung, denn sie durchbeißen selbst dein Kettenhemd und brechen dir die Handgelenke. Deswegen trage ich jetzt Aluminiumhandschuhe. Scott ist nicht der Einzige, der so einen Angriff erlebt hat. Auch die lokalen Fischer haben den Diabolo Rojo, den roten Teufel, bereits kennengelernt. Augenzeugen beschreiben, wie mexikanische Fischer von einem Kalmar getötet und gefressen wurden. Sie waren so entstellt, dass ihre Angehörigen sie nicht mehr identifizieren konnten. Bislang sind nur zwei Todesfälle bekannt. Doch niemand weiß, wie viele Angriffe es wirklich gab. Wir haben hier ein Turbo-Raubtier und es ist nur eine Frage der Zeit, wann weitere Menschen angegriffen werden. Meeresräuber wie der Schwertwal und der Humboldt-Kalmar können Menschen angreifen, doch sie tun dies nur selten. Unser nächster Kandidat hingegen gilt als notorischer Killer. Nummer 3 auf der Liste ist der weiße Hai. Der größte Raubfisch der Erde kann mehr als 6 Meter lang und 2,5 Tonnen schwer werden. Den weißen Hai trifft man in den Küstengewässern aller großen Meere an. Haie haben noch jedes Artensterben überlebt. Vor 65 Millionen Jahren starben die Dinosaurier aus. Haie gibt es noch immer. Von allen Raubtieren unserer Liste wird er am meisten gefürchtet. Als Peter Benchley 1974 das Buch Der weiße Hai schrieb, hatte plötzlich die ganze Welt Angst vor Haien. Die Menschen haben sich schon immer vor Haien gefürchtet und waren dennoch fasziniert von ihnen. Schon bei Aristoteles galten sie als Monster der Ozeane. Seinen schlechten Ruf hat der weiße Hai nicht ohne Grund. Was soll ein Mensch gegen ein 5 Meter langes, 2 Tonnen schweres Tier ausrichten, das Zähne hat, die so scharf sind wie ein Steakmesser und über 60 Stundenkilometer schnell ist? Wenn der Hai dich fressen will, dann tut er das. Weißer Hai greift Sporttaucher an. Keiner weiß das besser als Hobbytaucher Jack Rochette. 1964 ist Jack 21 Jahre alt und ein begeisterter Taucher. Am 13. Januar beschließen er und seine Freunde, ein Boot in einem bekannten Schwertfischrevier zu chartern.
Ich hatte früher schon Begegnungen mit weißen Haien gehabt und es gab dort auch Angriffe, einer im Jahr zuvor. Man ist einfach ein Idiot, wenn man zu den Farallon-Inseln fährt. Und ich hatte mir schon geschworen, nie mehr dorthin zurückzugehen. Aber Jacks Freunde überzeugen ihn, noch ein letztes Mal mitzukommen. Wir waren zu viert im Wasser. Die anderen tauchten dann nach oben, weil sie keinen Sauerstoff mehr hatten. Und ich blieb unten, weil ich scharf auf diesen großen Fisch war. Jack ist jetzt allein im Wasser. Zumindest denkt er das. Urplötzlich, boom. Ich dachte, ein Berg trifft mich. Ein Hai packte mich mit unvorstellbarer Kraft. Er hatte mich in seinem Maul und schnellte aus dem Wasser. Und er hat mich herumgewirbelt wie eine Stoffpuppe. Meine Beine steckten zwischen seinen Kiefern und im Wasser war überall Blut. Alles, was ich sah, waren Zähne. Seit mehr als 10 Jahren versuchen Wissenschaftler wie Neil Hammerschlag, mehr über diese geheimnisvollen Räuber zu erfahren. Obwohl er alle Haiarten erforscht, fasziniert ihn der weiße Hai besonders. Haie haben einen sehr ausgeprägten Geruchssinn. Beim weißen Hai werden 20% des Gehirns allein für den Geruchssinn beansprucht. Sie sind sozusagen die Bluthunde des Meeres. Weiße Haie sind furchterregende Gegner. Nicht nur wegen ihrer feinen Nase, sondern wegen ihrer Extrasinne. Haie haben einzigartige, hochentwickelte Sinne. Sogar welche, die wir Menschen nicht haben. Ihr sechster Sinn erlaubt ihnen, Bewegungen zu erspüren. Haie sind mit Drucksensoren ausgestattet, Sinneszellen, die Vibrationen im Wasser wahrnehmen können. Das verleiht ihnen auch ihre verblüffende Fähigkeit, aufziehende Wetterfronten zu erkennen und Stürme zu umschwimmen. Ihr siebter Sinn ist die sogenannte Elektrorezeption. In ihrem Kopf haben Haie eine Reihe von Sinnesorganen, mit denen sie elektrische Strömungen aufspüren, die von anderen Lebewesen ausgestrahlt werden. Haie können 5/1000 eines Volts erspüren. Das ist so, als würde man eine elektrische Spannung zwischen einer Batterie und Elektroden aufbauen, die 18.000 Kilometer voneinander entfernt sind. Und das funktioniert. Haie sind 5 Millionen Mal empfänglicher für elektrische Impulse als jedes andere Lebewesen des Tierreichs. Alle Tiere strahlen ein elektromagnetisches Feld aus, auch Menschen. Das Wasser ist voller Blut und ich versuche, meine Beine aus seinem Maul zu bekommen. Das war alles, was ich wollte. Dann hörte ich auf zu kämpfen und er ließ mich los. Ich kam an die Oberfläche und wusste nicht, was passiert war. War ich tot oder schon im Himmel? Ich schaute mich um und da war ein riesiger Hai. Mein Gott, dieses Ding war unfassbar groß. Mehr als 40 Kilometer von der Küste San Franciscos entfernt, wird der 21-jährige Jack Rochette von einem weißen Hai angegriffen. Der Nummer 3 der tödlichsten Meeresräuber. Der war dicker, als ich groß bin. Über 7,5 Meter lang und vielleicht 1,5 Tonnen schwer. Unfassbar. Ich wollte nur noch zurück aufs Boot. Aber ich kam nicht voran. Ich wollte schwimmen, aber meine Füße spielten einfach nicht mit. Ich kam nirgendwo hin. Der Hai kreist weiter um ihn herum und zeigt seine rasiermesserscharfen Zähne. Ihre Zähne haben eigene Nervenstränge und eine eigene Blutversorgung. Sie können sie fast wie Katzenkrallen spreizen und sie wie Fingerspitzen einsetzen, die etwas berühren. Zähne wie gemacht, um sich in einer Beute festzubeißen und sie zu töten. Ich wurde extrem schwach und dachte nur, oh mein Gott, jetzt nur nicht aufgeben. Der Hai schwamm ja immer noch um mich herum. Ich war 10 Zentimeter von seinem Auge entfernt und dachte, jetzt sterbe ich. Und plötzlich verschwand der Hai auf Nimmerwiedersehen. Warum ließ der weiße Hai von seinem Opfer ab?
Experten haben eine Theorie. In 96% der Fälle beißt der Hai nur einmal zu und verschwindet dann wieder. Wenn er die Beute fressen will, beißt er extrem heftig zu. Dann ist der erste Biss tödlich. Robben und Fische beißt er anders als Menschen. Weiße Haie greifen an, weil sie nach Nahrung suchen. Sie benötigen viel Energie, um ihren tonnenschweren Körper mit über 60 Stundenkilometern durchs Wasser zu bewegen. Dafür brauchen sie Speck, also einen Wal oder eine Robbe. Wenn sie einen Menschen beißen, dann ist das so eine Art Testbiss. Sie untersuchen die Dinge mit ihren Zähnen. Doch ganz gleich, ob der Hai nur schnuppern will oder eine zielgerichtete Attacke fährt. Die Verletzungen sind furchtbar. Jack wird von einem Hubschrauber der Küstenwache in ein Krankenhaus nach San Francisco geflogen und notoperiert. Ich hatte Bisswunden an beiden Seiten meines Beins und über 3 Liter Blut verloren. Doch die Arterie, die im Bein verläuft, war unverletzt. Man sagte mir, wenn die getroffen worden wäre, würde ich jetzt nicht mehr leben. Dass ich überlebt habe, ist wirklich ein Wunder. Jack hatte Glück. Doch warum der Hai gerade ihn angegriffen hat, wird er niemals erfahren. Warum schwimmt ein Hai an einem Tag mitten zwischen einer Gruppe von Menschen und macht nichts? Und am nächsten Tag trifft er auf eine andere Gruppe und beißt jemanden? Genau das wissen wir nicht. Wir kennen seine Beweggründe nicht. Der gewaltige Biss des Hais und seine Unberechenbarkeit machen ihn zum meistgefürchteten Killer der Meere. Weiße Haie haben von 2005 bis 2010 nur 3 Menschen getötet. Im Vergleich zum nächsten Jäger ist das so gut wie bedeutungslos. Ein Killer mit einem noch stärkeren Biss, der den Geschmack von Menschenfleisch sehr wohl zu schätzen weiß. Sie sind Allesfresser und machen keinen Unterschied zwischen einem Känguru, einem Schwein oder eben einem Menschen. Die wollen einfach fressen. Die Nummer 2 unserer Raubtierliste ist das Salzwasserkrokodil. Es ist das größte lebende Reptil der Welt, mit bis zu 7 Metern Länge und bis zu 2 Tonnen Gewicht. Sein Lebensraum erstreckt sich von Indien bis nach Australien, wo es den Ruf eines gnadenlosen Menschenfressers hat. An 8-year-old girl has been snatched by a crocodile. Diane Kerr was sleeping in a tent with her young baby and husband. A saltwater croc dragged her away. It was the screaming. Salzwasserkrokodile haben den Ruf, besonders bösartig und gefährlich zu sein. Ich habe einige Zeit in den USA verbracht und die Alligatoren dort sind Kuscheltiere im Vergleich zu denen hier. Wer in Nordaustralien ans Ufer geht, muss ungeheuer aufpassen. Police don't hold much hope, the little girl survived. Salzwasserkrokodile können sehr gut hören und sehen. Daneben haben sie spezielle Rezeptoren auf der Haut, mit denen sie unter Wasser kleinste Schwingungen wahrnehmen können. Wenn eine potenzielle Beute ins Wasser geht, nehmen die Drucksensoren die Vibrationen wahr. Das Krokodil beginnt nun, seine Beute systematisch zu scannen. Krokodile scheinen die Gewohnheiten ihrer Beute zu beobachten. Das machen sie Tage, ja sogar wochenlang. Wenn das Krokodil die Verhaltensabläufe seiner Beute kennt, greift es an. Dabei gleiten sie durchs Wasser, ohne es auch nur zu kräuseln. Die Beute hat keine Chance. Sobald das Beutetier zum Trinken ans Ufer kommt, ist das Krokodil da und bereit, sich mit Hilfe seines Schwanzes aus dem Wasser zu katapultieren. Der Schwanz des Krokodils besteht im Wesentlichen aus Muskeln. Diese erzeugen einen gewaltigen Kraftimpuls, der das Krokodil aus dem Wasser katapultiert. Dann packt es die Beute und schleppt sie zurück ins Wasser. Dort dreht es sich um die eigene Achse, zieht die Beute unter Wasser und ertränkt sie.
Salzwasserkrokodile packen ihre Beute mit einer Beißkraft, die 4-mal stärker ist als die eines Löwen. Wissenschaftler haben eine Beißkraft von 10.000 Newton gemessen. Das ist so, als würde man jemandem einen 1-Tonnen schweren Stein auf den Kopf rollen. Mich haben kleine Krokodile gebissen, die ungefähr so groß waren. Eines verbiss ich in meiner Hand. Und einer meiner Studenten brauchte einen Schraubenzieher, um mich zu befreien. Der inzwischen verstorbene australische Krokodiljäger Steve Irwin arbeitete zuletzt mit Craig Franklin und Wissenschaftlern des Australia Zoo und der Universität von Queensland zusammen. Sie verfolgten die Wanderungen von Salzwasserkrokodilen. Sie fingen die Tiere in der Wildnis, versahen sie mit einem Sender und verfolgten ihre Bewegungsmuster per Satellit. Ihre Ergebnisse waren verblüffend. Salzwasserkrokodile legen weite Strecken im Meer zurück. Einige sind über 900 Kilometer weit geschwommen. Krokodile nutzen Oberflächenströmungen und streifen an den Küsten Nordaustraliens, Südostasiens und Indiens entlang. Leise, schlau und geduldig. Das Salzwasserkrokodil gehört zu den erfolgreichsten Raubtieren der Meere. Da unten würde ich nie einem Krokodil den Rücken zuwenden. Niemals. Viele Salzwasserkrokodile leben in abgelegenen Gegenden. Vermutlich werden deshalb viele tödliche Angriffe gar nicht registriert. Die bekannten Fälle summieren sich auf rund 150 Angriffe in 5 Jahren. 50 davon waren tödlich. Doch das riesige Salzwasserkrokodil ist nicht der ultimative Topjäger auf unserer Liste. Diese Auszeichnung gebührt einem ganz anderen Killer. Einem, der fast unsichtbar ist. Nummer 1 der tödlichsten Meeresräuber ist die Würfelqualle. Sie ist bis zu 3 Meter lang und dabei nicht einmal 2 Kilogramm schwer. Ihren Namen hat sie von ihrem würfelförmigen Schirm. Die größte und tödlichste Art der Würfelqualle kommt in den Küstengewässern Australiens und Südostasiens vor. Sie sehen unscheinbar und schwach aus. Aber sie verfügen über eines der tödlichsten Gifte überhaupt. Sie können einen Erwachsenen in weniger als 3 Minuten töten. Das schafft keine Schlange, keine Spinne, kein Skorpion, kein anderes Tier. Der Wirkungsgrad eines Gifts wird mit der Maßeinheit LD50 gemessen. Danach ist das Gift der Würfelqualle 8-mal stärker als das eines Skorpions. 50-mal stärker als das einer Klapperschlange. Und 150-mal stärker als das einer Biene. An der Küste Australiens warnen Schilder vor der Würfelqualle. Schwimmen auf eigene Gefahr. Doch dieser Jäger kommt nicht nur an der Küste vor. Lange Zeit glaubte man, dass Würfelquallen, wie die meisten anderen Quallen auch, ziellos mit der Strömung im Meer herumtreiben. Doch bei Würfelquallen ist das anders. Sie sind aktive Schwimmer und sie können sehen. Mit ihren 24 Augen hat die Würfelqualle ihre Beute fest im Blick. Sie können sich im Wasser frei und zielgerichtet bewegen. Für ein Tier, das kein Gehirn hat, ist das ziemlich außergewöhnlich. Queensland, Australien. Calliope River. Es ist 38 Grad heiß. Der Fabrikarbeiter Jeff Shardlow und seine Frau Ruth sitzen im Schatten, während ihre Kinder, die 10-jährige Rachel und der 12-jährige Sam, am Flussufer spielen. Rachel kreischt oft vor Begeisterung. Sie kreischt voller Freude, planscht und genießt das Leben. Ich weiß noch, wie Jeff sagte, wenn Rachel bloß nicht so viel kreischen würde. Man weiß nie, ob sie gerade Probleme hat oder ob sie vor Freude schreit.
Wie aufs Stichwort verwandelt sich Rachels freudiges Kreischen in Schmerzensschreie. Irgendetwas hat sie an den Beinen gepackt. Der Schmerz lässt sich am besten so beschreiben. Man nimmt ein großes Küchenmesser, erhitzt es, bis es rot ist, und zieht es dann mit dem Rücken über die Haut. Doch der Schmerz ist 10-mal stärker und er hört nicht auf, sondern bleibt so stark. Dann sah ich ihr Bein und etwas, was ich noch nie zuvor gesehen hatte und hoffentlich auch nie wieder sehen werde. Jede Menge Tentakel, die sich um ihr Bein gewickelt hatten. Schon ein einziger der 3 Meter langen Tentakel kann tödlich sein. Und die Würfelqualle hat bis zu 60 davon. Rein rechnerisch kann eine große Würfelqualle also 60 Erwachsene töten. Ich versuchte sofort mit meinen Fingern die Tentakel abzureißen, doch sie bewegten sich nicht. Sie klebten fest. Sie haben winzige Nesselzellen, sogenannte Nematozyten. Sie sind etwa 50 Mikrometer lang, also ein Bruchteil eines Millimeters. Doch davon haben sie 1 Million pro Quadratzentimeter. Diese Nesselzellen stehen unter einem Druck von 1 Tonne pro Quadratzentimeter. Das entspricht dem Druck, mit dem eine Kugel vom Kaliber 45 abgefeuert wird. Sie können sich in einer 25.000stel Sekunde entladen. Das ist einer der schnellsten zellularen Prozesse in der Tierwelt. In der Zwischenzeit wurde ein Paar, das in der Nähe campte, auf den Notfall aufmerksam. Er sagte, das ist eine Würfelqualle. Seine Frau rannte zurück und holte eine Flasche Essig. Sofort überschütteten sie Rachels Körper mit Essig. Kaum war der Essig auf der Haut, lösten sich die Tentakel. Der Essig verhindert, dass die Nesselzellen weiteres Gift einspritzen. Doch gegen das Gift, das bereits in Rachels Körper eingedrungen ist, kann er nichts ausrichten. Ihr Puls ist nur noch sehr schwach. Das Gift greift speziell das Herz von Wirbeltieren an. Es lähmt die Herzmuskeln. Auf dem Weg ins Krankenhaus wird Rachel ein Gegengift gespritzt. Sie kommt wieder zu Bewusstsein. Kurz darauf hat sie so starke Schmerzen, dass die Ärzte einen Herzinfarkt befürchten. Man hat sie dann in künstliches Koma versetzt und ihre Körpertemperatur gesenkt, um Gehirnschäden zu vermeiden. Jetzt heißt es abwarten. Wurde das Gegengift rechtzeitig verabreicht? Die Ärzte konnten uns nicht beruhigen. Sie wollten uns keine falschen Hoffnungen machen. Wenn ich im Krankenhaus das Ausmaß ihrer Verletzungen gesehen hätte, hätte ich ihr keine großen Überlebenschancen gegeben. 2 Tage später erwacht Rachel aus dem Koma. Sie überlebt den schlimmsten Würfelquallenangriff, der jemals registriert wurde. Hier war es am schlimmsten. Ich wurde auch am Arm gestochen. Soweit man weiß, überlebte sie mehr Stiche als jeder andere vor ihr. Und sie lebt. Erwachsene Männer sind schon an der Hälfte der Stiche gestorben. Die genaue Zahl der Todesfälle durch Würfelquallen ist unbekannt. Denn viele Angriffe finden in abgelegenen Gebieten statt. Dennoch, nach den bekannten Zahlen hat dieser Jäger einen großen Vorsprung vor Orcas, Humboldt-Kalmaren, weißen Haien und selbst Salzwasserkrokodilen. Mit über 200 Angriffen und 100 Todesopfern in 5 Jahren ist die Würfelqualle der tödlichste aller Meeresjäger. Doch auf unserem Planeten ist alles in Bewegung. Unsere Liste gilt für die Meere, wie wir sie heute kennen. Doch wie sieht die Zukunft aus? Viele Experten erwarten, dass sich die Kräfteverhältnisse ändern.
Vermutlich wird sich die Zahl der großen Jäger, wie Wale und Haie, wegen der Überfischung der Meere drastisch reduzieren. Die Arten eine Ebene tiefer nehmen zu und fressen die Tiere, die noch eins tiefer stehen. Das ganze Gleichgewicht wird auf den Kopf gestellt. Wir wissen nicht, was genau passieren wird, aber wir werden es allzu bald herausfinden. Der Kalmar-Experte Scott Cassell geht davon aus, dass die Nummer 4 unserer Liste, der Humboldt-Kalmar, von diesem Umbruch der Nahrungskette profitieren wird. Die Population der Humboldt-Kalmare nimmt explosionsartig zu, wie noch nie in der Geschichte, weil ihre Fressfeinde ausgerottet werden. An der Westküste der USA gibt es heute hunderte Millionen dieser Tiere. Vor 50 Jahren gab es überhaupt keine. Der Lebensraum der Humboldt-Kalmare reicht jetzt bis nach Russland. Selbst bei den Philippinen wurden sie gesichtet. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie in den Atlantik und die Karibik vordringen. Schon sehr bald werden wir nur noch Humboldt-Kalmare finden und nichts anderes mehr. Nicht mehr lang. Und ein neuer Top-Jäger wird durch die Tiefen unserer Meere ziehen. Jederzeit bereit für einen tödlichen Angriff.